Kiew, 12. März 2022. Der 17. Tag im Ukraine-Krieg. Zwischen den Häuserzeilen der Hauptstadt geht ja, eine Drohne zu Boden. Aber mit einer Spannweite von knapp über einem Meter und ohne sichtbare Waffensysteme wirkt sie nahezu unscheinbar. Ihr Absturz geht im Grauen der russischen Invasion beinahe unter. Und dennoch ist er von großer Bedeutung. Hallo, Hassbrause. Denn es handelt sich um eine Coup BLA. Eine Kamikaze-Drohne, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden kann. Autonom kreist sie über dem Zielgebiet, um sich im richtigen Moment herabzustürzen. Sie ist Vorbotin eines technologischen Quantensprungs, der Konflikte für immer verändern wird. Militäreinsätze in Sekundenschnelle, autonom berechnete Drohnenschläge, KI in der Luft, zu Wasser und an Land. Was bis vor kurzem noch nach Science-Fiction klang, könnte bald Realität sein. KI verändert nicht nur das Autofahren und die Art, wie wir Texte generieren, sondern verwandelt auch Waffensysteme nachhaltig. Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Wir müssen über ein Verbot autonomer Waffen reden. Genau, es gibt Grenzen, die dürfen wir nicht überschreiten. Menschen, die sich gegenseitig umbringen, ist voll okay. Das ist nicht okay. Neu entfachte Konflikte spülen Geld in die Rüstungsindustrie. Dabei warnen technologische Vordenker seit Jahren vor dem Kontrollverlust. KI ist viel gefährlicher als Nuklearwaffen. Sehr viel. Könnte KI dazu führen, dass eine Drohne ihr Ziel selbst auswählt? Das sollten wir nicht erlauben. Aber würde es gehen? Sicher. Danke. Wichtig ist, wie man sie nutzt. Wer KI richtig nutzt, der gewinnt. Also ich wette, auch hier wird wieder nicht erklärt, was KI eigentlich sein soll, ne? Irgendwann wird es mir zu bunt, dann erkläre ich es. Ist extrem mächtig, dem müssen wir uns stellen. Und nicht nur im Krieg werden uns diese Systeme begegnen. Pandemien, zivile Unruhen und bröckelnde Demokratien sind der Nährboden für Technologien, wie wir genau. Sie nur aus KI unseren super schlau. Dystopien kennen. Ja. Künstliche Intelligenz ist eine weitere Eskalation in der Militarisierung der US-Polizei. Die operiert bereits wie eine Besatzungsmacht. Und sie nimmt diese Rolle extrem ernst. Maschinen sollen Konflikte lösen, die der Mensch nicht beilegen kann. Wo das hinführt, wird von Experten heiß diskutiert. Natürlich können wir diese Waffen bauen. Oder wir bauen andere Dinge. Gegen den Klimawandel zum Beispiel. Wir Menschen erwarten vom Algorithmus. Also mehr als Spiegel würde ich da nicht erwarten gegen den Klimawandel. Wobei. Ja, was muss man noch bauen, ne? Also so richtig bauen braucht man fast nichts außer Spiegel. Dass er zu 99% richtig liegt. Und das 1% Fehler können wir ihm nicht verzeihen. Dabei vergeben wir Menschen, die zu 40% falsch liegen. Diese Technologie nicht zu entwickeln, wäre unverantwortlich. Noch sind wir nicht so weit. Aber sie kann präziser sein. Zivilisten schützen. Shield AI ist so ein typischer, schon so ein typisches Bullshit-Unternehmen, ne? Die behaupten einfach, sie könnten was mit KI lösen. Und dabei ist völlig klar, dass sie das gar nicht lösen können. Ne? Die haben einfach nur so Werbetrailer, so wie das da. Und dann behaupten sie einfach was. Das ist aber wichtig, weil ihr müsst verstehen, der moderne Kapitalismus funktioniert mit Pitch-Meetings. Das heißt, da sitzen reiche, fette Säcke, die keine Ahnung von nix haben. Und die aber sagen, ich gebe dir 3 Minuten Zeit, mich von deinem Business zu überzeugen und dann kriegst du einfach von mir einen Betrag X überwiesen,
mit dem ich dann Risikokapital habe und mit dir einen Kooperationsvertrag, dass wenn du Profite machst, dann kriege ich davon was ab. Und den Krieg humaner machen. Deswegen gibt es solche Lappenunternehmen. Und KI ist da im, also vor 15 Jahren war es irgendwie Neuro und jetzt ist es überall KI, ne? Man muss es überall draufschreiben, dann kriegt man Fördergelder. Das war ja die große Hoffnung, dass der Krieg quasi sauberer werden kann. Das Problem ist, Kriege werden immer schmutzig bleiben. Und es wird auch immer dazu kommen, dass im Krieg Menschen sterben. Wir haben schon viel mehr künstliche Intelligenz im militärischen. In wenigen Jahren AGI, ja, das bezweifle ich sowieso vollständig, ja. Und ich sehe übrigens auch keinen Sinn darin, jetzt fatalistisch einfach aufzugeben. Weil, was soll ich machen? Ich habe doch Langeweile. Ich habe doch eh nichts Besseres zu tun. Ich will doch jetzt sozusagen das Beste aus meinem Leben machen. Verstehst du das? Mir ist langweilig. Ist dir das klar? Mir ist so langweilig, dass ich schon tatsächlich seit über 2 Monaten nicht mehr gezockt habe, weil mir das einfach nichts mehr bringt. Als das dem Laien so bewusst ist. Die meisten Menschen, wenn sie künstliche Intelligenz hören, denken vielleicht an den Terminator. Aber es geht eben auch so um so Dinge wie künstliche Intelligenz, die Logistik besser und effizienter macht und die einfach Abläufe schneller und besser macht. Das ist dann nicht immer direkt an den Frontlinien, da geht es nicht immer direkt um Waffensysteme. Aber im militärischen Bereich spielt KI immer eine immer größere Rolle, wird immer mehr genutzt und ja, da wird auch in der Zukunft sicher noch mehr kommen. Ulrike Franke ist Senior Policy Fellow beim Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen, einem Think Tank mit Hauptsitz in Berlin. Seit Jahren warnt die Sicherheitsexpertin davor, dass Europa bei den neuen Technologien den Anschluss verliert. Der Punkt ist eigentlich, dass künstliche Intelligenz ja nicht eine Technologie ist. Das ist jetzt nicht wie ein Panzer oder eine Drohne, sondern eine Technologie, die quasi viele verschiedene Dinge möglich macht. Es ist ganz interessant insofern, als dass die Europäer künstliche Intelligenz zuerst eigentlich als wirtschaftliches und als arbeitsmarktpolitisches und soziales Thema gesehen haben, während insbesondere in den USA das sehr schnell auch als sicherheitspolitisches Thema eben gesehen wurde. Die Diskussion der Experten dreht sich in erster Linie um sogenannte LAWs, letale autonome Waffensysteme, die ein Ziel selbstständig auswählen und angreifen können. Killerroboter werden sie auch genannt. Noch sind sie selten vollständig autonom. Die Schienen dafür sind aber gelegt. Ja, also vollständig autonom ist wirklich ein Buzzword, ne? Also überall, wo heutzutage AI drin steckt und wo irgendwas mit Autonomie steht, da weiß man schon, das machen in Wahrheit Clickinner oder irgendwelche Menschen. Also es ist nicht so, dass das, also ich sehe das auch in näherer Zukunft nicht, dass vollständig autonom ein Ding ist, weil für vollständig autonom braucht es ein Weltmodell. Dafür braucht es eine AGI. Viele europäische Regierungen sind da noch zurückhaltend und hätten es eigentlich fast lieber zu sagen, wir nutzen das im Militärischen gar nicht so sehr. Das Problem ist natürlich, die anderen, also der Rest der Welt, tut das. Schneller, präziser und effizienter soll KI Waffensysteme machen. Der Preis dafür ist weniger Kontrolle. Ein Tauschgeschäft, dessen Risiken sich Regierungen durchaus bewusst sind. Dennoch will man nicht ins Hintertreffen geraten. Denn auf dem internationalen Parkett werden die Karten gerade neu gemischt. Besonders Frankreich setzt sich für eine eigenständige europäische Sicherheitsarchitektur ein und betreibt eine gut ausgestattete Rüstungsindustrie. Nexter ist ein französischer Rüstungskonzern, der ein breites Spektrum moderner Militärtechnik herstellt. Die Sparte Nexter Robotics widmet sich der Herstellung von Robotern für Armee, Feuerwehr und Spezialeinheiten der Polizei. So,
wenn die Doku hier so eine Art permanentes Werbescreening ist von irgendwelchen Rüstungsunternehmen, dann gucken wir das nicht zu Ende, ne? Dann mache ich irgendwann aus. Weil, also dass Politiker auf diesen Bullshit reinfallen, das verstehe ich ja, ne? Aber sonst sollte keiner auf diesen Schwachsinn reinfallen. Frankreich und seine Armee haben sich klar dafür entschieden, die Robotik zu nutzen. Für verschiedenste Dinge. Logistik, Aufklärung und auch zum Einsatz von Waffen. Neben Spionagerobotern baut Nexter auch größere Gefährte, wie den bewaffneten Optio X20. Keine einfache Aufgabe, denn gerade die Steuerung von landgestützten Robotern stellt die Entwickler vor Herausforderungen. Der Großteil der Roboter, die heute im Einsatz sind, wird ferngesteuert. Unser Ziel ist es, die Autonomie zu erhöhen, damit sie mehr Aufgaben allein erledigen können. Und dafür verwenden wir auch künstliche Intelligenz. Und auch hier so die Frage, ne? Wozu eigentlich? Also, wozu? Ne, die Entwicklungskosten sind ja enorm und es wird garantiert nicht funktionieren. Also, alle fallen wirklich auf die, also auf dieser Typ da und so Rüstungsunternehmen fallen ja auch aktiv drauf rein, auf diesen Bullshit, den die Silicon Valley Volllappen und Bitcoin-Bros ihnen die ganze Zeit erzählen. Diese ganzen Tech-Nerds, ne? Die lügen einfach die ganze Zeit darüber, dass das auf jeden Fall ganz klar ist und mit KI kann man alle Probleme lösen und so. Und diese ganzen scheiß Opas da mit Kohle, die fallen drauf rein, ne? Das ist echt toll. Bringt was, so eine akademische Ausbildung in Wirtschaft oder Anthropologie oder so? Bringt richtig was, wenn man am Ende über Geldpool entscheidet und wo rein die Forschung und das Geld investiert wird? Selbst in der Kriegsindustrie. Ich meine, das ist doch so blöd. Das Erste, was auf dem Schlachtfeld passiert, ist, dass das GPS blockiert wird. Also, das nehmen wir als warum kann es keinen KI-Panzer geben? Also, ich erkläre es dir. Das Problem ist, im Moment wäre die Wunschvorstellung, einen Panzer von einem Menschen zu steuern, der nicht drin sitzt. Ne? Damit, wenn der Panzer kaputt geht, du den Menschen noch erhältst. Was gut ist, weil die Menschen viel Ausbildung kosten. Das heißt, du möchtest diese humanen Ressourcen sparen. Deswegen sollen die ferngesteuert sein. Ferngesteuert, erklärt sie aber gerade, geht nicht, wegen GPS wird gestört und so. Das heißt, das Ding muss selber funktionieren. Du gibst ihm einen Auftrag und dann soll es das machen. Das heißt, er muss wie ein Mensch funktionieren, dieser Roboter. Versteht's? Der muss den kompletten Kontext seines Aufgabenbereiches, seiner selbst, seiner Fähigkeiten und aller anderen ringsherum begreifen. AKA, das Ding braucht ein ordentliches Weltmodell. Ein Bewusstsein und so. Das braucht das volle Programm. Das geht nicht mit weniger. Wenn du sozusagen GPT da drauf wirfst, dann kriegst du halt einen Roboter, der so tut, als würde er das machen, was du ihm sagst. Aber du wirst sofort feststellen, dass das Ding nicht funktioniert und seinen Job nicht machen kann. Und wahrscheinlich ist das ja auch ein Sicherheitsrisiko, weil die Dinger sind ja auch noch mit Waffen ausgerüstet und so. Es ist wirklich naiv anzunehmen, dass dir, es ist natürlich so, die Forschung, wir wissen es ja, die Militärs dieser Welt, die haben den größten Cashflow. Das heißt, wenn wir die AGI entwickeln, mit Zielführung, dann wird es im Militär passieren, ne? Das ist klar. Aber ich denke tatsächlich, was eher passieren wird, ist, dass wenn wir irgendwo eine AGI sehen, dass die zufällig auf den Finanzalgorithmen emergiert. Also gekoppelt mit den Sprachmodellen und gekoppelt mit den ganzen anderen Schnittstellen, die ja alle verfügbar sind im Internet. Aber Kriegsindustrie so, von wegen, ey, bau mal hier einen Panzer, der das alles von alleine macht, das ist naiv. Der Roboter kann sich also nicht mehr am Satellitensignal orientieren. Deshalb arbeiten wir an Funktionen für lokale Navigation. Also, das ist genau dieselbe Fragestellung, die Elon Musk ja angeblich lösen will. Wo auch jeder sagt, das ist Schwachsinn. Das ist naiv. Ne? Selbstfahrende Autos ist genauso naiv. Tatsächlich zeigen moderne Konflikte, nein, Aldiboy, dass Störsender zu den effizientesten Mitteln gegen unbemannte Waffensysteme gehören.
um Maschinen. Diese Sprachmodelle geben doch nur vor. Die, also sie sind so programmiert, dass die Metrik, die die optimieren, ist, sie sollen möglichst plausible Texte erzeugen. Das ist nicht das Gleiche wie, dass die Dinger ein Bewusstsein haben. Dennoch mehr Eigenständigkeit zu geben, sollen sie sich übrigens zukünftig Videos stärker an lokalen Gegebenheiten orientieren. Ich habe ein GPT-Video gemacht. Und sich auf die Wahrnehmung von Gebäuden, Straßen und Abständen konzentrieren, wie es auch der Mensch tut. Wir versuchen, eine Arbeitsteilung zwischen Mensch und Roboter zu ermöglichen, bei der immer weniger Überwachung durch den Menschen nötig ist. Mit einer Einschränkung vielleicht. Für Militäreinsätze wollen wir keine komplette Autonomie. Die Militärs müssen die Kontrolle behalten. Trotz enormer Fortschritte ist die Funktion großer Landroboter noch begrenzt. Fehler wären fatal. Enorme Fortschritte. Ich finde es auch so, also ich denke, das Ding ist hier ein Werbefilm und wir werden ihn nicht komplett zu Ende gucken. Enorme Fortschritte, ne? Sie sagen nicht, was die Fortschritte sind. Sie sagen überhaupt noch gar nicht, wozu diese Kriegsroboter überhaupt fähig sind, ne? Das haben sie noch gar nicht erklärt. Merkt ihr das? Das ist ein Werbefilm. Diese Doku hier ist ein Werbefilm. Doch selbst Skeptiker sehen die Zeichen der Zeit. Genau. Neue Konflikte schaffen Realitäten, auf die die Europäer schlecht vorbereitet sind. Vor was wir Angst haben, ist einfach vor Gewalt. Wir sind eine Gesellschaft, die einfach erzogen worden ist nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass Gewalt etwas ist, das wir grundsätzlich vermeiden oder ablehnen. Und wenn es jetzt zu einer Zuspitzung kommt wie der jetzigen, dass wir quasi Krieg haben, dann ist das vielleicht jetzt... Aldiboy, du brauchst es nicht im Hinterkopf abspeichern. Du kannst es im YouTube abspeichern. Und da einfach, du kannst eine Liste dir selber, eine private Liste erstellen. Eine Merkliste. Das ist dem Soldaten nicht fremd, weil er damit sozialisiert Hallo, worden ist. Aber der Gesellschaft, der ist es fremd. Die tut sich schwer damit. Markus Reisner ist Oberst des österreichischen Bundesheers. Mit seinen präzisen Analysen zum Ukraine-Krieg wurde er zu einem gefragten Experten. Mehrfach war er zuvor in zahlreichen Krisenregionen der Welt im Einsatz. KI-Erfahrung sammelte er unter anderem bei der deutschen Drohnenfirma EMT. 2018 kam sein Buch über die... Ja, also muss jede KI selbst lernen oder kann man eine Art Proto-KI lernen? Naja, eine AGI müsste das nicht, ne? Eine AGI würde einmal die komplette Welt lernen und dann könnte sie alles klären, ne? Das, also der Witz an der ganzen Geschichte ist doch, wir haben jetzt sozusagen so eine, wir haben jetzt sozusagen einen Mechanismus ausgegödelt aus Mathematik heraus, um bestimmte Lernprozesse abzubilden. Für ganz spezielle Probleme und so. Mit Gradient Descent und so, ihr wisst Bescheid. So. Und mal angenommen, nur mal angenommen, ne? Nur mal angenommen, wir hätten jetzt ein Netzwerk, was Meta-Learning kann, also eine Architektur, die sich beigebracht hat oder beigebracht wurde, für ein beliebiges Problem eine Architektur zu schreiben, um ein Problem zu erlernen. Ne? Das ist ja so ungefähr so der Level, auf dem eine AGI leben müsste. Also so ein Meta-Meta-Learning-Ding. Und mal angenommen, wir hätten das, ne? Was man da machen müsste, wäre, man müsste mit dieser KI ja genauso man müsste die genauso handhaben wie ein Mensch. Also, es ist total bescheuert, ne? Ich sag's ja auch immer wieder, diese ganzen Tech-Bros und so, die checken das nicht, ne? Die träumen so von, wir können künstliche Menschen bauen und wir können die dann in Fabriken züchten und so, ne? Das ist ja so eine von diesen Dystopien, die alle haben. Aber ich sag euch mal was, wir haben das schon da, wir nennen sie Mütter mit Gebärmüttern, die können einfach Kinder, die können das einfach. Wir haben diese Fabriken schon da. Und dann dauert es halt einen Trainingsprozess lang, bis diese AGIs groß sind und dann kann man mit denen reden. Und dann kann man sie in Panzer stecken und dann können sie gegen andere Panzer antreten und sich gegenseitig totschießen. Das ist alles nichts Neues. Ne? Es ist wirklich kein Fortschritt dabei in diesem Sinne. Es ist einfach nur, also es ist lächerlich. Ne? KI und Militär und so ist, was soll ich sagen, es ist wirklich
da sieht man, wie infantilisiert sozusagen ein Großteil der Elite, intellektuellen Elite ist, die wir auf dem Planeten aufzubieten haben. Es ist ja wirklich richtig schwach einfach. Die Robotisierung der modernen Kriegsführung heraus. Der wesentliche Punkt vor allem ist, dass man eben durch den Einsatz von autonomen Systemen das Risiko für die eigenen Soldaten und die Verluste gering hält. Denn das Militär sieht sich seit Jahrzehnten mit einem Dilemma konfrontiert. Das eine ist der Staat, der quasi Macht projizieren will, aber nicht bereit ist, quasi seine Soldaten dafür zu opfern. Und das andere ist das Militär, das diese quasi Ziele erfüllen soll, aber die Vorgabe hat, eben sehr vorsichtig vorzugehen. Ne? Und da kommt jetzt genau dieses System der Roboter ins Spiel, weil durch ihn scheint es möglich zu sein, die Ziele sehr wohl zu erreichen, aber nicht zu riskieren, Soldaten quasi dafür opfern zu müssen. Die Bereitschaft, selbst zur Waffe zu greifen, ist in vielen westlichen Demokratien so gering. Und jetzt stelle ich die Frage, warum man Mütter eben nicht als Gebärmaschinen bezeichnet. Weil Mütter eben noch viele andere Jobs übernehmen. Der Trick bei der Automatisierung ist ja, dass wir diese naive Vorstellung haben, dass man eine Funktion genau einer Entität zuordnet und dann macht sie genau das. Ne? Also hinter dem Erstellen von künstlichen Lebewesen, will ich es mal nennen, steckt ja einfach nur dieser kranke Fetisch, etwas kontrollieren zu können, komplett. Mit einem Ausschalter und so. Ne? Das, was bei den Menschen halt nicht funktioniert, leider. Für die Herrschaft, ne? Das wäre so geil, wenn das ginge. Ja, und Mütter sind eben nicht nur Gebärmaschinen. Überleg mal, was die alles so machen. So. Wie viel Inputs und Outputs die so liefern für die Gesellschaft. Ich würde sagen, wenn man mal annimmt, biologische Frauen sind 50-50 verteilt auf der Menschheit, würde ich sagen, sie übernehmen mehr als 50% aller Jobs, die anfallen. Wie noch nie. Kriege lässt man lieber von Drohnen führen. Insbesondere das mit den Lernprozessen der AGIs, ne, ist besonders wichtig da. Carework und so. Familien großziehen, Kinder großziehen und so. Das erste Beispiel ist ein amerikanisches System, von dem man auf ukrainischer Seite sicher hofft, dass es einen entsprechenden Einfluss hat auf die Art und Weise, wie sich der Konflikt möglicherweise entwickelt. Das ist das System Switchblade. Ja. Hier im Ukraine-Konflikt. Künstliche Intelligenz ist nun der nächste große Schritt, um menschliche Soldaten zu ersetzen. So, okay, also, wir machen jetzt gleich aus, ja, aber Sie verwenden hier die ganze Zeit das Wort künstliche Intelligenz und Sie sagen nicht, was es bedeutet, ne? Es hat nichts mit dem zu tun, was wir unter Intelligenz verstehen. Nichts. Ne? Worum es da geht, ist, im Englischen verwendet man das Wort Intelligence auch für Nachrichten. Man verwendet es eigentlich, Artificial Intelligence meint eigentlich künstliche oder automatisierte Nachrichtenverarbeitung. Ne? Die Central Intelligence Agency ist ja auch die zentrale Nachrichteneinheit, sozusagen, Verarbeitung. Die CIA. Ne? Es hat nichts mit dem zu tun, was wir unter Intelligenz verstehen. Es geht nur darum, man kriegt einen Haufen Daten und dann sollen ein Haufen Daten wieder ausgespuckt werden. Also zum Beispiel, ein Panzer kriegt Daten über seine Position und dann soll der Panzer ausspucken Controlling-Signale. Also er soll nach vorne oder nach hinten fahren oder irgendwo hinknallen oder so. Ne? Darum geht's dabei. Das ist das, was die mit KI bezeichnen. Das ist einfach nur Datenkolonnen auswerten, automatisiert, dass kein Mensch mehr darüber gucken muss. Und heutzutage haben wir es immer noch nicht geschafft, diesen Schwachsinn mal zu machen. Weil fast überall, wo KI drinsteht, sind in Wahrheit Click-Inner angestellt dafür. Ne? Amazon hat, ich glaube es war Amazon, ein paar Jahre jetzt diese Supermärkte laufen lassen, wo angeblich alles vollautomatisch passiert und keine Kassierer mehr da sind. Und Menschen gehen einfach rein, holen sich was aus dem Regal, gehen wieder raus und es wird auf ihr Amazon-Konto einfach eingebucht. So, und die haben die Dinger wieder eingestellt, weil sie nach 2-3 Jahren, selbst mit den Trainingsdaten, das Ding nicht trainieren konnten, weil einfach das sich nicht gelohnt hat, die ganzen Click-Inner dafür einzustellen, weil die es einfach zu teuer wurde. Wir gucken jetzt noch 5 Minuten weiter und dann mache ich aus die Scheiße. Da gibt es ja diesen berühmten Begriff der Revolution of Military Affairs, also RMA, weil wenn man auch ein bisschen historisch zurückblickt, dann sieht man, dass sehr wohl auch Waffensysteme ganz entscheidend die Art und Weise der Kriegsführung verändert haben, wie das Flugzeug als Beispiel. Ja. Oder auch natürlich die Atomwaffen.
da eignen sich unter anderem diese Fernverbindungen. Die Geschwindigkeit digitaler Systeme treibt die Veränderung voran. Danke, Rollo. Abwehrsysteme wie das amerikanische Phalanx, das israelische Iron Dome oder auch das deutsche Mantis reagieren schon heute automatisch und immer schneller auf drohende Gefahren. Der Mensch kann den Waffeneinsatz im Zweifelsfall nur noch abbrechen. Das spart Zeit. Denn auch Angriffsdrohnen vollführen einen Großteil ihrer Mission bereits autonom. Man versucht, die Drohnen so aufzustellen, dass sie in der Lage ist, Hindernisse in der Luft selbstständig zu erkennen und quasi einen Luftraum selbst zu befliegen, selbstständig sich in diesen Luftraum bewegt und vor Ort sich meldet bei dem Operator, der sie dann übernimmt und die Waffen einsetzt. Damit kann er quasi sofort nach dem Waffeneinsatz die Drohne wieder entlassen, die fliegt wieder selbstständig zurück und die nächste kommt heran. Und damit sehen wir quasi diesen schleichenden Prozess, wo der Mensch dann quasi immer mehr herausgenommen wird. Angespornt durch das Versprechen effizient. Ihr solltet übrigens nicht so viel Geld auf Twitch ausgeben. Ihr solltet das Geld lieber bei Steady in den Morph-Account reinklicken. Das bringt viel mehr. Hier geht ja 50% an Amazon. Untere Waffensysteme streben immer mehr Staaten und ihr habt nach nicht der mal was Automatisierung davon. Ihrer Armeen. Umso ernster nehmen die Weltmächte ihren Führungsanspruch. Weltspitze in der KI-Entwicklung sind immer noch die USA. KI wird verändern, wie wir lernen und lehren und wie wir Dinge wie Krankheiten und dem Klimawandel begegnen. Wir werden in den nächsten 10 Jahren mehr Veränderungen sehen als in den letzten 50. Jane Pinellas leitete mehrere Jahre die Testabteilung für künstliche Intelligenz im US-Verteidigungsministerium. Heute arbeitet sie am Johns Hopkins University Lab for Applied Physics, einer Forschungseinrichtung, die dem Pentagon nahesteht. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, genau solche Tussis da werden von, die Firmen von solchen Tussis da werden von Fefe permanent durch den Kakao gezogen. Also, ich gucke mir ja Fefes Blog nicht wirklich an, aber also wenn ich mir mal was von ihm reinziehe, dann immer nur den Spaß, wie er sich über diese ganzen KI-Idioten lustig macht. Wenn wir wissen wollen, wie KI bereits genutzt wird, hängt das von der Definition ab. Systeme, die Autonomie für einen Teil ihrer Funktionen nutzen, gibt es im Verteidigungsministerium seit 70 Jahren. Zum Beispiel ein Torpedo, dem ich sage, dahin. Und den Weg sucht er sich dann selbst. Worin Maschinen heute schon sehr gut sind, ist die Daten- und Mustererkennung. Eine Maschine kann einen Truck erkennen und dann in verschiedenen Szenarien Trucks oder andere Fahrzeuge markieren. Aber wir stoßen auch in Bereiche vor, wo Maschinen je nach Situation angemessenes Verhalten auswählen und ausführen können. Die israelische Harop-Drohne zum Beispiel. Der Mensch gibt ihr ein Ziel vor, indem die Drohne feindliche Radarsignale finden und unabhängig vom Menschen angreifen kann. Die Kamikaze-Technologie ähnelt der, die auch in der Ukraine zum Einsatz kommt. Seit Jahren wird spekuliert, ob sie mit Gesichtserkennungssoftware kombiniert werden kann. Unser nächster Schritt wäre die autonome Wahrnehmung. Maschinen, die Vernunft besitzen. Ja, muss man halt mal haben jetzt. Wenn wir eine Person neben einem Gebäude tracken und sie verschwindet, soll die Maschine verstehen, dass die Person hineingegangen ist und jetzt mehr Menschen im Gebäude sind als vorher. Letzten Endes wollen wir Maschinen entwickeln, die ohne unsere Aufsicht lernen können und auch wissen, was sie lernen sollten, um unabhängig zu navigieren.
In naher Zukunft sollen Maschinen vollwertige Teammitglieder werden und auch miteinander kooperieren. Vor allem an Drohnenschwärmen wird geforscht, da sie die Schlagkraft einer Armee maßgeblich steigern könnten. Seht ihr das? Das sind alles extrem schlechte Werbefilme von diesen Kackputzen. Sind enorm. Was den Maschinen wesentlich schwerer beizubringen ist, ist die dazugehörige Ethik. Dabei sehen viele Forscher gerade darin die größte Gefahr. Tödliche autonome Waffensysteme können Menschen nicht nur körperlich, sondern auch in ihrer Würde verletzen. Und das massenhaft. Wenn wir in einer besseren Zukunft leben wollen, in der es uns gut geht und wir unserer Technologie vertrauen, sollten wir Technik als eine Kraft für das Gute sehen. Autonome Waffensysteme hingegen können Menschen in einer Art und Weise zusetzen, die noch gar nicht abzuschätzen ist. Ah Jung Moon ist Robotikerin an der McGill-Universität in Montreal. Dort forscht sie zu den Interaktionen zwischen Menschen und Maschinen und führt das Race Lab, das sich mit Roboterethik auseinandersetzt. Wenn wir uns einen Tötungsakt anschauen, wie jemandem das Leben genommen wird, dann sind manche vielleicht der Meinung, dass es keine Rolle spielt, wie jemand stirbt. Andere aber wissen, dass es ein würdevoller Vorgang sein kann oder eben nicht. What? Mechanische Systeme haben einen besonderen Effekt auf uns, psychologisch und vom Standpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Da ethische Fragen oft in den Hintergrund treten, pocht Ah Jung Moon seit Jahren auf stärkere Regulierung autonomer Waffen. Ein Wettlauf. Also nochmal, diese Frau verkauft Pitch-Meetings und sammelt Investorengelder ein. Wir brauchen überhaupt nicht zuhören, was sie sagt. Sie hat nichts zu sagen. Ja, ich denke auch. Wir machen einfach aus, ne? Wir können ja mal hier noch ein bisschen klicken. Wir klicken mal jetzt hier irgendwo hier so hin. Was würde aus meiner Sicht mein Projekt weiterbringen? 10.000 Euro in Cash oder 1.000 Leute, die mein Buch gelesen und verstanden haben? Also wenn ich 10.000 Euro in Cash hätte, das würde mir nicht viel bringen. Ich meine, ich könnte es in Werbung investieren, ne? Tatsächlich, was mir was bringen würde in Cash, denke ich, wäre... Warte, ich muss mal kurz ausrechnen. Was mir helfen würde, wäre... 8.000... Ungefähr 25.000 Euro. Wenn ich das jetzt mehr hätte, das würde mir tatsächlich helfen. Aber ich kann euch die Details nicht verraten, warum. Ansonsten, 1.000 Leute, die mein Buch gelesen und verstanden haben, das würde richtig was bringen, auf jeden Fall. Das würde was bringen. Um zu lernen, was ein Roboter überhaupt ist. Ja, okay. Was ist ein Roboter überhaupt? Übrigens, das Wort Roboter, ne, ist nicht das, was wir heutzutage mit Roboter eigentlich meinen. Wenn wir Roboter sagen, meinen wir Roboter, wir meinen Dinge, die irgendwie gesteuert werden von Menschen. Eigentlich ist Roboter bedeutet vollständig autonomes Gerät. Das bedeutet Roboter eigentlich. Was wir heutzutage mit Roboter bezeichnen, ist eigentlich ein Manipulator. Essentially sensors. Im Grunde Sensorik, Prozessor und Effektor. Bald wurde mir bewusst, dass ich sehr eigenartige Dinge bauen konnte, ohne dass jemand sagte, das geht nicht. Wenn ich einen Sensor hätte aufstellen wollen, um dann eine Pistole dran zu hängen oder ein Messer, es gab keine Regel, die das verboten hätte. Das schien mir seltsam. Nee, 25.000, beziehungsweise eigentlich sogar 50.000. Eigentlich 50.000 Euro würden mich finanziell unabhängig machen. Ich kann aber nicht sagen, warum. Aber das wäre so, ja. Aber sonst Cash kann ich eigentlich nichts mit anfangen. There was a gut sense
Er war dieses also, Bauchgefühl, es geht ja auch so, ne? Dass es falsch sei, das Töten zu automatisieren, wie es der Tech-Win-Roboter tat. Aber ich wusste nicht, warum. Und ich verstand nicht, warum mir an der Uni niemand sagen konnte, was ich bauen durfte und was nicht. Um ihre Bedenken öffentlich zu machen, beschließt Ah-Jung Moo nach dem Studienabschluss, nicht in die Industrie zu wechseln. Stattdessen widmet sie sich dem Kampf um die Regulierung autonomer Waffen. Sie arbeitet als Expertin für die kanadische Regierung und begleitet mit mehreren NGOs den Regulierungsprozess der Vereinten Nationen. Die UN will ihre Mitgliedstaaten darin unterstützen, jede Form der Gewaltanwendung unter die Kontrolle von Menschen zu stellen. Obwohl Wissenschaft und Zivilgesellschaft dafür eintreten, lassen sich Regierungen von den Gefahren autonomer Waffen mitunter nur schwer überzeugen. Während vor allem kleinere Staaten für eine Regulierung von Killerrobotern plädieren, stehen für Länder wie China, Indien, Russland und die USA andere Interessen im Mittelpunkt. Es scheint, als steuerten die Weltmächte auf ein neues Wettrüsten zu. So. China ist heute der größte Herausforderer für das Verteidigungsministerium. Nur wenn wir KI und ähnliche Technologien implementieren, erkämpfen wir uns einen Vorteil für die Schlachtfelder der Zukunft. Spätestens 2025 werden sie besser sein als wir. Und 2030 okay. Werden sie die KI... Also das ist alles Bullshit, ja? Das ist eine komplette Werbedoku. Die ist komplett lächerlich. Das ist wirklich, ich denke, es ist eine der größten Enttäuschungen, die ich jemals von Arte gesehen habe. Was ist das Fazit? Na, das Fazit ist, wir werden alle, wir brauchen auf jeden Fall KI, weil unsere Gegner werden es tun. Krieg ist unausweichlich und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr KI. Und KI ist jetzt schon richtig geil. Aber wir haben noch nicht gesagt, was sie eigentlich macht. Weil das können wir nicht erklären, weil wir sind Arte oder wer auch immer diesen Kasper-Film da gedreht hat, der ausschließlich aus YouTube Promomaterial von irgendwelchen Rüstungskonzernen besteht. Lächerlich. Und Silicon Valley Flachzangen. Die es aber offensichtlich geschafft haben, genug Pitch-Meeting zu erzeugen. Cashflow umzuleiten. Von irgendwelchen ekligen, fetten Sesselpupern, die keine Ahnung haben von gar nichts. Fuck, Alter. Lappen. Dreckigste Scheiß-Doku überhaupt. So. Was gucken wir jetzt?